Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Jahreshoroskop 2018, Tierkreiszeichen Zwillinge. Ich möchte erstmal allgemein etwas beschreiben über Jahr 2018 und das gilt nicht nur für die Zwillingsgeborenen, sondern für uns alle. Jahr 2018 ist ein Venusjahr. Das bedeutet, Gefühle, Liebe, Partnerschaft wird wichtig sein. Aber wir werden auch tolle Ideen haben, wir leben die Kreativität oder Selbstständigkeit. Venus bedeutet auch Harmonie und Frieden, das heißt, ganz viele Menschen haben ein großes Bedürfnis nach Frieden. Venus bedeutet auch kleines Glück und dieses Glück begleitet uns alle im Jahr 2018. Venus bekommt Einflüsse von Saturn, von Pluto und von Lilith. Das sollten wir auch berücksichtigen. Saturn ist der große Lehrmeister. Das bedeutet, wir haben 2018 noch Lernaufgaben. Saturn bedeutet auch Schicksal und Karma, karmische Begegnungen, schicksalhafte Ereignisse, schicksalhafte Veränderungen. Aber das bekommt eine Struktur, Stabilität, Sicherheit, das bekommt 2018 eine Form. Die Einfluss von Lilith, die Wünsche, Sehnsüchte und Träume, aber auch die Neigung davonlaufen. Hier erteilt Saturn auch uns eine Lernaufgabe im Jahr 2018. Diese Wünsche, Sehnsüchte, Träume ernst nehmen, daran glauben, als Ziel setzen, weil diese Ziele sind erreichbar. Dann die Pluto-Einfluss, das inneren Kraft, diese konzentrierende Kraft, aber auch die Klarheit, was hindert dabei, in diesem Kraft zu bleiben. Was sind das für Hindernisse? Davon verabschieden, loslassen, trennen, kündigen, bereinigen. Also das ist eine Transformation, damit wir in diesem Kraft bleiben und auch ermöglicht es, dass etwas Neues kommen kann. Dann sollen wir im Allgemeinen noch auf die Sprache achten, dass wir das sagen, was wir denken und wir lernen, und hier haben wir auch eine Lernaufgabe, über Gefühle sprechen. Aber das ist nicht immer klug. Und hier brauchen wir die Feinfühligkeit, wann dürfen wir etwas sagen und wem und wie sollen wir uns ausdrücken und sollen wir wirklich offen sein und Gefühle zeigen, in welchen Personen oder Situationen ist es angebracht und wo ist vielleicht klug zum Schweigen. Da brauchen wir eine gewisse Feinfühligkeit bei der Sprache. Manchmal hilft dieser berühmte Satz, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Also das sollten wir auch beherzigen. Und wie trifft das jetzt speziell die Zwillingsgeborenen? Die Zwillingsgeborenen befinden sich in Wandlung, in einem Transformationsprozess. Und sie lernen mit ihren Werten Bewusstsein und das auch mal ausstrahlen. Und die Sehnsüchte, Wünsche, Träume mal ernst nehmen und auch daran glauben und vor allem an sich selbst glauben. Und Wertschätzung ist auch ein wichtiges Thema bei den Zwillingsgeborenen, mit eigenen Werten bewusst zu werden.
aber auch verlangen diese Wertschätzung von anderen. Und diesen Prozess begleitet die Zwillingsgeborenen. Am Allgemeinen haben Glück in die Liebe Partnerschaft. Aber es ist nicht nur, was die Gefühle, die Liebe betrifft, sondern Partnerschaft im geschäftlichen Ebenen, geschäftlichen Kontakte und Verträge. Und da haben die Zwillingsgeborenen kluge Handlungen. Das bedeutet nicht nur in die Liebe Partnerschaft kommt alles in Form, sondern sie haben auch durch diese kluge Entscheidungen und kluge Handlungen auch Erfolg in beruflichen Situationen. Wenn wir schon bei Wertschätzung sind, weil das ist die wichtigste Thema außer Liebe bei den Zwillingsgeborenen, mit eigenen Werten bewusst zu sein. Das hängt auch mit Finanzen zusammen, energetisch, das eigenen Selbstwertgefühl. Und die Finanzen hängt Hand in Hand zusammen. Und das ist auch eine Art Transformation, um die Finanzen kümmern, die Finanzen in Ordnung bringen oder Gewinn zu machen, das zu vermehren. Und in diesen Veränderungen befinden sich die Zwillingsgeborenen im Jahr 2018. Und das ist Erfolg. Sie sollen aber nicht aufgeben, sondern sie brauchen eine Glaube, Glaube an sich selbst, glauben auch, dass das zu Erfolg kommt. Also bitte nicht aufgeben, weil es werden Situationen kommen, wo die Zwillingsgeborenen verlieren den Mut. Und genau da in solchen Momenten brauchen diese Überzeugungskraft, dass das gelingt. Also nicht an sich selbst zweifeln. Der einzige Bereich, wo Hindernisse sein können oder unangenehm sein kann bei den Zwillingsgeborenen, was zu Enttäuschungen führen kann, das ist das Freundeskreis. Oder Menschengruppen mit gleichgesinnten Leuten wie ein Verein oder eine Partei. Da liegt eine gewisse Enttäuschung da und da sollen die Zwillingsgeborenen auch klug handeln. Diese Beschreibung ist natürlich allgemein. Möchten Sie wissen, wie bei Ihnen 2018 die Tendenz ist? Und auch, was kommt in einzelnen Monaten ganz genau ausführlich beschrieben. Ich kann Ihnen diese Jahresanalyse anbieten. Also es ist möglich, das ganz genau maßgeschnitten anfertigen, berechnen und dann beschreibe ich das exakt auch auf den Monaten bezogen. Was ist zum Erwarten im Jahr 2018, was ist die Tendenz und was passiert in einzelnen Monaten? Das können Sie gerne bestellen. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Aber es gibt oft Situationen in unserem Leben, wir brauchen eine Entscheidung oder fühlen wir uns unsicher und brauchen einen guten Rat oder eine Bestätigung oder betrifft die Frage die Alltag, wie liebt er mich noch, kommt er zurück, sehe ich sie in die kommenden Tagen, soll ich diese Reise buchen, soll ich meine Eltern besuchen, soll ich bei diesem Arbeit bleiben oder bekomme ich Kündigung, soll ich diese Schulung machen, oder bekomme ich die neue Arbeit? Soll ich die Wohnung behalten? Oder es ist besser umzuziehen? Kann ich meinem Freund oder Freundin vertrauen? Was denkt meine Chefin über mich? Soll ich diesen Vertrag unterschreiben? Oder soll ich dieses Kleid kaufen? Es sind Fragen, was unserem Alltag betrifft. Es sind aber auch wichtige Fragen. Das zu beantworten, braucht man keine Analyse. Auch, es ist auch nicht zeitaufwendig. Und dazu empfehle ich die Blitzberatungen. Wie funktioniert eine Blitzberatung? Sie schreiben mir eine
E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Sie können ausführlich Ihre Lebenssituation beschreiben, Ihre Frage stellen und ich werde diese E-Mails persönlich blitzschnell beantworten. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.